Bei dem Apfel handelt es sich ja um eine relativ einfache Form, ein einfaches Objekt. Das heißt, ich beginne meine Zeichnung mit einer einfachen, dünnen Vorzeichnung, mit einem relativ, entweder mit einem harten Bleistift, in diesem Fall habe ich ein HB, das ist eine mittlere Stärke, und markiere mir nur kurz die etwas klareren Punkte wie den Stiel und den Beginn von dem Trichter, wo es dunkel wird auf der Seite, wo es sozusagen zu dem Stiel reingeht, und dann gibt es die ganze im Schatten liegende Seite, die man jetzt dunkler machen kann, dunkler zeichnen kann. Ich wechsle dann relativ schnell zu einem weicheren Bleistift. Ich nehme hier mal ein 2B und schraffiere einfach die Partien durch, die dunkler sind, wo ich sozusagen nicht viel falsch machen kann. Und arbeite mich dann im weiteren Verlauf zu den etwas helleren Partien. Die Umrisslinien, die ich am Anfang gezeichnet habe, werden, das ist zumindest das Ziel, nachher nicht mehr zu sehen sein. Die bilden eigentlich nur die Grenzlinie zwischen hell und dunkel, zwischen Schatten und den helleren Partien. Und durch verschieden intensives Aufdrücken stelle ich sozusagen verschiedene Dunkelheiten her. Also wenn ich mich entscheide, in diesem Teil zu arbeiten, drücke ich mit dem Bleistift nicht so stark auf wie in diesem Teil, wo ich ein bisschen eine stärkere Dunkelheit brauche. An der rechten Schattenkante kann ich relativ rücksichtslos vorgehen, weil das ja sozusagen die dunkelste Partie ist auf dem Objekt. Da könnte ich eigentlich auch einen noch weicheren Bleistift nehmen, um diese Partien dann auch richtig dunkel hinzubekommen. Das Problem ist, wenn ich mit zu schwachen Härtegraden die Fläche schon zustricke, dann kann es sein, dass die Fläche quasi schon mit Graphit versiegelt ist und ich gar nicht mehr so viele Möglichkeiten habe, nachher einen relativ dunklen schwarzen Ton hinzubekommen.
Normalerweise tendiere ich eher dazu, einen Härtegrad mir einen Bleistift rauszusuchen und mit diesem Härtegrad weiterzuarbeiten und dann entsprechend eben weniger stark aufzudrücken. Aber man kann auch anders vorgehen und eben diese ganze Palette der Härtegrade ausnutzen. Das heißt, die harten Bleistifte, die werden einen weniger intensiven Strich hervorrufen als die Bs, also die 4, 5, 6, 7, 8 B. Im Wesentlichen ist das Objekt eigentlich schon fertig. Es gibt jetzt noch so ein bisschen Gefeile an den Graustufen. Besonders wichtig ist, dass man die Partien, die wirklich hell sind, wo das Licht drauf steht, dass man die bis zum Schluss freilässt, also dass da das Papier komplett durchscheint. Und dann geht es daran, sich mit dem Schatten zu beschäftigen, den das Objekt wirft. Das ist im Prinzip die dunkelste Stelle, der Kernschatten, den das Objekt wirft, also hier die Partie unter dem Apfel. Und dann, da die Lichtquelle das Licht von links kommt, wirft das Objekt eben nochmal einen diffusen Schatten. Es ist immer ein Abwägen von welcher Teil ist heller, welcher Teil ist dunkler. Es ist wichtig, das immer genau zu beobachten. Das Objekt liefert uns da sozusagen die ganzen Informationen, die wir brauchen. Wir brauchen nur hinzuschauen und zu vergleichen, ob die Partie auf dem Apfel heller ist als die Partie im Schatten, ob der Schatten auf dem Objekt dunkler ist als die Umgebung, ist der Schatten, den das Objekt wirft, dunkler oder heller. Und jetzt ist eigentlich ein Punkt erreicht, wo man durchaus sagen könnte, ja, ich könnte aufhören mit der Zeichnung. Was aber noch ganz angenehm ist oder wichtig wäre, ist diese Partie auf dieser Seite, die, wenn man sich das Objekt anschaut,
dunkler ist als das Objekt, weil auf dem Objekt das ganze Licht draufsteht. Und in diesem Falle würde ich mal einen härteren Bleistift nehmen und zum Absetzen dieser helleren Partie auf dem Objekt die Umgebung einfach ein bisschen eindunkeln. Dadurch, dass ich einen härteren Bleistift nehme, kann nicht so viel passieren und ich kann nur ein bisschen unbekümmert drauf losstricheln. Und durch den Kontrast, den ich hier auf dieser Seite herstelle, setzt sich dann das Objekt nochmal ein bisschen stärker ab. Und die Vorzeichnung, die Linie, die ich als Vorzeichnung gesetzt habe, dient sozusagen hier als Grenzlinie zwischen Hell und Dunkel. Und jetzt ist eigentlich nur noch die Entscheidung zu treffen, ob ich das jetzt noch sehr viel intensiver nachbearbeite, dass die ganzen Strukturen, die ich jetzt geschaffen habe, noch sehr viel harmonischer sind, oder ob mir das an Expressivität oder Zeichnung als etwas expressivere Zeichnung schon genügt.